Du lebst in Salzburg, bist in Linz aufgewachsen, wie wir gerade gesehen haben, und arbeitest als Dokumentarfilmer und Singer-Songwriter, wie wir gehört haben. Schön, dass du da bist. Und daneben hat Platz genommen Amila Sirbegovic. Sie arbeitet als Architektin und Stadtplanerin in Wien und forscht so an der Schnittstelle Migration, Stadtentwicklung und Stadtproduktion. Ich habe dort noch etliche andere Sachen aufgeschrieben. Du bist zum Beispiel im Reisebüro Ottergringer Straße auch mit dabei. Das ist irgendwie ein Projekt, das auch an dieser Schnittstelle angesiedelt ist. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen was hören dann. Ich wollte dich jetzt mal fragen, George, warum heißt dieser Film Unten? Also erstens einmal schönen guten Abend an alle Anwesenden. Ich habe irgendwann einmal vor etlichen Jahren die Idee gehabt, einen Film zu machen über meine Heimat, weil da irgendwie so viele, ich bin in Linz aufgewachsen, wie du schon gesagt hast, Lisa, und mir sind so viele Sachen so komisch vorkommen, und da ist natürlich dieses Spannungsfeld oben, unten, und wenn man auf Serbokroatisch red, das mag auf Deutsch so sein, höchstwahrscheinlich, sonst passt der Titel auch gut. Wir haben immer gesagt, wir fahren oben oder wir sind unten und wir fahren rauf, wir sind oben. Unten ist natürlich örtliche Präposition. Unten kann genau aber so bildhaft gesehen werden als unten im Sinn von einer niedrigeren sozialen Klasse. Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe zum Glück die Maßen gehabt, dass ich irgendwann einmal dann die Matura gemacht habe, studiert habe und irgendwie andere Geschichten kennengelernt habe. Meinem Traum nachgehen kann, Musik zu machen, Filme zu machen, etc. etc. Ich weiß, dass sehr viele Jugos, also Jugoslawen und Jugoslawinnen, Ex, Gott sei Dank, diese Möglichkeit nicht haben, ganz geschweige, wenn wir davon zum Reden anfangen, was ja, Asylwerberinnen, Asylantinnen, Asylanten zum Beispiel für einen Auftrag in diesem Land Österreich haben. Insofern bin ich in einer sehr privilegierten Situation. Machen wir es vielleicht so, dass ihr euch das Mikro teilt. Das wär, glaube ich, vom Reden her einfacher. Wie ist denn das eigentlich, Amila, unten, oben, inwiefern spielt das bei migrantischem Wohnen eine Rolle? Würdest du sagen, geht es vor allem, geht es vielleicht sogar mehr um unten und oben oder also welchen Stellenwert hat Migration, wenn man da den Komplex unten und oben noch dazu denkt? Ich versuche das ein bisschen aufzubrechen und eher als so einen Raum zu sehen, der mit so verschiedenen anderen Räumen verknüpft ist. Also dass das nicht jetzt ein unten und oben ist, sondern ein gemeinsamer Raum, der durch die Migration, durch die Gastarbeiterinnen, später durch die Flüchtlinge, also wenn man jetzt wirklich von Ex-Jugoslawien redet, aufgebaut wurde, gelebt wurde, aufrechterhalten wurde und immer noch aufrechterhalten wird. Also ich weigere mich sozusagen zu sagen, das ist oben und unten. Ich weiß, es wird so gesagt. Also es stärkt dann ja auch diese Vorstellung von der nördlichen Welt und südlichen Welt oder westlichen und östlichen. Aber tatsächlich sehe ich das wirklich als einen gelebten Raum. Also so, der eben durch sehr viele verschiedene Sachen aufgebaut wurde. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also du hast das Beispiel Linz jetzt irgendwie ein bisschen illustriert in dem Film und auch davon erzählt, ich nehme an, es gibt wahrscheinlich Parallelitäten, also Wien ist nochmal wahrscheinlich einfach spezifischer, weil es noch eine andere Migrationsgeschichte hat und größer ist einfach, aber du hast zum Beispiel im Vorgespräch jetzt gesagt, Amila, sowas wie migrantisches Wohnen gibt es deiner Ansicht nach eigentlich nicht. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen, was du damit meinst und warum du sagen würdest, das gibt es in der Form nicht? Ich gehe davon aus, dass Migrantinnen prinzipiell nicht anders wohnen als Menschen, die nicht Migrantinnen sind. Was es sehr wohl gibt, ist ein migrationsbedingtes Wohnen. Das bedeutet, solange das eigene Leben durch die Migration bestimmt wird, in vielen verschiedenen Schichten, also in vielen verschiedenen Aspekten, wie welche Möglichkeiten habe ich in der Gesellschaft, Teilhabe, wie fühle ich mich in der Gesellschaft, wie werde ich aufgenommen? Also nicht nur, ob ich jetzt, also wenn ich einmal es geschafft habe, Rechte zu haben, hier zu leben, also wie zieht sich das dann weiter, wie komme ich ans Wissen, an Informationen?
so lange kann man immer von migrationsgeprägten Wohnen reden. Und das bezieht sich meiner Meinung nach auch nicht nur an Bewohnen einer gebauten Stätte, sondern eben, welchen Raum bewohne ich? Also wie weit geht meine transnationale sozusagen Identität hin? Welche, alle anderen Welten trage ich mit mir und also lebe sie auch immer wieder im Alltag. Wie war das bei dir, Georgie? Du hast, wie du jetzt erzählt hast, in dem Film relativ lang auch mit deinen Eltern das Zimmer geteilt. Wenn man nichts anderes kennt als Kind, kommt einem das wahrscheinlich normal vor. Oder wo es, hat das vielleicht aufgebrochen an irgendeinem Punkt deines Lebens, wo du gesehen hast, okay, du, dein Wohnen ist jetzt irgendwie, unterscheidet sich jetzt vielleicht schon sehr stark von dem anderen Kindern und jungen Menschen in Linz, die du dann später vielleicht in der Schule kennengelernt hast, oder gab es diesen Punkt gar nicht so? Ist dir das immer, war das immer einfach deins und ungebrochen? Ich bin, wie die österreichische Volksschule angefangen habe, jeden Tag aus dem Ghetto, unter Anführungszeichen von mir aus, über die Krempestraßen in ein anderes Stadtviertel gegangen, wo meine Volksschule war, die VS45. Da haben wir auf einmal angefangen, Einfamilienhäuser. Und dadurch, dass ich schon immer relativ, ich weiß nicht, lustiger Mensch war, ich habe immer die Maßen gehabt, dass ich relativ leicht Kontakte herstelle und bin im Gegensatz zu anderen Jugoslawen und Jugoslawinnen damals in meinem Alter eingeladen worden zu Geburtstagsfeiern in der Spanstraße. Also in der besseren Gegend quasi. Absolut. Und da sind mir ein paar Sachen einfach aufgefallen, dass eine Küche einfach eine Küche ist. Dass Kinder einfach ein Kinderzimmer haben. Dass die Kinder in den Kinderzimmer, ich habe mich immer gewundert über diese riesig hochgepolsterten Tannendecken. Das kann ich nicht vergessen, das war Wahnsinn. Wir haben immer den Czarschaf gehabt, das heißt bei uns auf Jugoslawisch eine ganz dicke, gewobene Wolldecke. Und da ist mir das schon aufgefallen. Und das war dann auch irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt lass dir mal einen Freund ein. Mhm. Dann ist dann Robert R. Und wir haben uns super verstanden. Und dann habe ich das meiner Mutter vorgeschlagen und sie hat gemeint, ja sag mal, bist du völlig wahnsinnig? Da willst du dann daher auf diese 25 Quadratmeter einladen zum Schlafen. Der wohnt im Gemeindebau am Spallerhof. Ist viel besseres gewohnt, hat sein Kinderzimmer etc. etc. Aber das sind so, ich mag auch zu dem Film sagen, der Film, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du, Amila, aus wissenschaftlicher Sicht machst, wie du diese Räume verortest. Auch diese Partizipation natürlich, transnational. Ich finde das total wichtig. Ich mache was anderes. Ja, das ist eine total subjektive Geschichte, dieser Dokumentarfilm. Zum Dokumentarfilm mag ich sagen, nur ganz kurz. Ja, ich nerv euch nicht. Das ist das erste Material, das wir überhaupt Draht haben, damit wir zu irgendwelchen Förderungen kommen. Das war so gewissermaßen ein Köder, dass wir an die Öffis quasi drankommen. Und dreimal voll geklopft. Das hat auch funktioniert, die haben es irgendwie gecheckt. Okay, da geht es einem Gastarbeiterinnen-Kind darum, seine ganz subjektiven Erlebnisse zu erzählen, was bis dato in Österreich einfach nur nicht gegeben hat. In der Form innerhalb eines Dokumentarfilms überhaupt noch nicht gegeben hat. Insofern natürlich ist man, bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich da auf eine gewisse Art und Weise prostituiere, weil ich plaudere aus dem Nähkästchen. Habe meine Eltern dazu gebracht, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was nicht immer leicht war, meine Mutter hat sich immer gedacht, aus dem Bub wird irgendwas gescheit, ein Anwalt oder ein Arzt, wenn wir ihn schon studieren geschickt haben. Dann ist aus dem komischen Bub noch Historiker geworden, ein Filmemacher, ein Singer-Songwriter, oder wie man dazu sagt. Ja, das war natürlich dann auch durch die Kamera weg, Gebitte, wen interessiert denn das, bla 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 bla. Das war ein langer Prozess. Also mir hat das... Es hat Monate gedauert, oder? Der Tage, würde mein Vater sagen. Genau. Es hat Jahre gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon echt lang, ich habe andere Geschichten parallel dazu gemacht, aber das dauert jetzt schon echt lang und ich bin dessen völlig bewusst, also ich lasse dem die Zeit, weißt du, ich will meine Mutter auch nicht dazu drängen, dass ich sage, hey, du musst jetzt, weißt du, wenn du jetzt gut redest vor der Kamera, dann kriege ich eine gute Förderung. Also das, so geht es auch nicht. Aber ich meine, und ich bin aber innerhalb dieser Recherche zu dem Film auf sehr viele interessante Geschichten gestoßen.
Vielleicht kann ich da noch kurz anknüpfen. Ja, ja, unbedingt. Also, Redezeit, ich meine. Ich bin da ganz streng mit halbe. Mein Vater ist 1972 als Gastarbeiter nach Linz gekommen. Er hat vorher, wir kommen ursprünglich aus Dalmatien, Kroatien, er hat in Slowenien eine Lehre gemacht, hat angefangen quasi das adäquate HTL zu machen, dann zum Studieren angefangen, etc., etc., hat dort schon Geld verdient, hat gut verdient, ist nach Österreich, weil sehr viele Leute damals, das war sehr modern nach Österreich, gehe aus verschiedensten Gründen, modern, ja. Hat sich dann entschieden, wieder zurückzukommen, weil in Österreich ist in Wirklichkeit, so wie er das sagt, das haben wir jetzt natürlich nicht gesehen, wir haben da um die 300 Stunden Archivmaterial, aber ist wurscht. Hat sich entschieden, wieder runterzugehen, dann ist unten, wo wir her sind, in Dalmatien, so ein Grenzgebiet, und wir wissen, Grenzgebiete sind oft irgendwie verlassen von Gut und Böse, ist wieder auf, ist dann 1974 gelandet in der Baracke 47. Die Baracke 47 war während der Nazi-Diktatur in Österreich im Rahmen dieser Hermann-Göring-Werke, der heutigen Föst Linz, war eine Barackensiedlung für Zwangsarbeiter aus allen Ländern. Für Französinnen, aber auch für russische oder Sowjet-Zwangsarbeiter damals. Interessanterweise war das erste, nachdem diese Baracke 47 für die DPs, also für Displaced Persons, nach dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gestellt worden ist, wofür Sudetendeutsche zum Beispiel gewohnt haben, ist, nachdem sie die dann zurechtgefunden haben in Linz, vor allem in Traun, und da Anführungszeichen ein Vorort von Linz, ist mittlerweile eine eigene Stadt seit ein paar Jahren, ist dann in die 60er Jahre an die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, vor allem Gastarbeiter, gegeben worden, die dann dort gewohnt haben. Mein Vater hat dann die Maßen gehabt, weil er eine Viererschicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine Viererschicht ist in der Föst. Drei Tage früh, drei Tage Nachmittag, drei Tage Nacht, drei Tage frei. Wobei die drei Tage frei kannst du vergessen, weil du kommst aus der Nacht, schlafst den ganzen Tag, hast einen Tag frei und am nächsten Tag musst du wieder um 5 Uhr in der Früh in der Schicht stehen. Das war die Viererschicht. Weil er Viererschicht gemacht hat, ist er dann in die Lunzerstraßen gekommen. Die ist in die 70er Jahre damals gebaut worden, das ist ein Komplex von 4, ich weiß nicht, ungefähr 11, 12, 13 Stöcke, ist für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen gebaut worden. Wieder für die Gastarbeiter, Schwerindustrie, ich glaube, männliche Hocken. Dann haben sie die Jugos irgendwie organisiert, haben sie ihre Substandardwohnungen irgendwo gecheckt, weil sie natürlich ihre Frauen dann mit aufgenommen haben. Ein kleinerer Teil hat dann die Kinder mit aufgenommen oder die Kinder oben lassen, wie im Film erzählt. Das, die Lunterstraßen, ist dann weitergegeben worden an die Asylverwaltung Linz. Das heißt, noch die Jugos, noch die und Türkinnen und Türken und etc. etc. ist dann an Asylanten und Asylantinnen salopp gesagt, weitergeben worden. Bis dann irgendwann einmal vor ungefähr 13 Jahren ist das geschlossen worden. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob es schon abgerissen ist oder nicht abgerissen worden ist. Ich war vor eineinhalb Jahren, habe im Rekord gesagt, okay, zeig uns der erste quasi Zimmer in der Lunterstraße. Und wir haben überhaupt nicht gewusst, was uns erwartet. Interessanterweise, Elektrizität hat es gegeben, wir sind sogar im vierten Stock, wo er gewohnt hat damals, er hat noch ganz genau gewusst, wo sein Zimmer ist, wir sind aufgekommen, er hat darüber erzählt, mit bestem Blick auf die Föst, wirklich von dort aus sieht man wunderbar auf die Föst, das ist echt ein Erlebnis. Und, aber, ich weiß, ich text, das ist mir echt Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich finde das wirklich, vor allem, weil es wichtig ist, glaube ich, auch das einfach zu illustrieren, was migrantisches Wohnen hast und nicht nur so akademisch, sage ich jetzt mal, drüber zu sprechen. Gehen wir trotzdem ein bisschen nochmal auf die Metaebene. Amila, du hast deine Diss geschrieben zum Thema Wohnen für, / als Migrantin. Wohnen für Migrantinnen. Migrantinnen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das der Giorgio beschrieben hat, dass es da einzelne Siedlungen gibt und so weiter, welche Rolle spielt das heute noch, dass es sozusagen in Stadtteilen, ich denke an Macondo zum Beispiel oder so, einzelne Bereiche gibt, wo Architektur vielleicht da wirklich für Migration sozusagen oder auf Migration hin ausgerichtet ist oder gibt es das in der Form heute eh gar nicht mehr? Du hast es
Lager angesprochen. Und ich glaube, dass das der Begriff des Lagers immer noch ein bisschen vorhanden ist oder zu finden ist. Macondo finde ich irgendwie eher so wie ein gelebtes Beispiel, das nicht so als nicht wirklich als ein negatives Architektur- oder Planungsbeispiel zu sehen ist, weil also das Problem ist, dass es wirklich so weit weg von der Stadt ist. Es ist wirklich, es hat wirklich diese Lagerposition weit von den Augen, irgendwo dort bei der Autobahn. Schlechte Verbindung, also wirklich sehr schlechter Zugang, sehr schlechter Zugang zur Gesellschaft und so. Was aber jetzt heutzutage, glaube ich, sehr präsent ist, ist der soziale Wohnbau oder Projekte wie interethnische Nachbarschaften, die ausgeschrieben werden, gefördert werden, wo Menschen dann, also wo dieser Bau geplant wird, wo sehr viel eben auf den gebauten Raum dann geschaut wird und die dann diesen Stempel interethnische Nachbarschaft bekommen. Mittlerweile gibt es halt unterschiedliche in Wien, aber vor circa 13 Jahren, als der erste Bau gebaut wurde, ist das nicht einmal irgendwie medial wirklich veröffentlicht worden. Also es ist sehr langsam an das herangegangen. Und die Vorgehensweise und die Gutmenschen, die Architektinnen, haben sich damals gedacht, okay, mit dem Bauträger, wo gibt es die meisten Migrantinnen in Wien? Die wenigsten Migrantinnen in Wien. Aha, okay, das ist im 23. Bezirk, dort bauen wir das. Also das ist sehr präsent, also es werden immer noch diese interethnischen Nachbarschaften gebaut, die also jetzt von sich aus ein ganz normaler sozialer Wohnbau sind eigentlich. Also wo man schon einige Sachen im Baulichen geschaffen hat, dass man zum Beispiel als Planender geschafft hat, okay, die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, sie sind so gern unter sich. Also ich sehe das, ich sehe wirklich sehr auch kritisch, ja, wenn man so über die anderen redet, dass es waren keine gemeinsame partizipative Gestaltungsprozesse oder so. Ja. Also dieser Blick vom Planenden hinunter, also so herab und so, ach, wenn die Wäsche waschen, dann muss jetzt endlich der Kinderspielraum neben der Waschküche sein und die Waschküche muss im Erdgeschoss sein. Und das ist wirklich eine Errungenschaft, weil das hat es vorher im sozialen Wohnbau in keinem, also wirklich nicht gegeben, der Waschraum war im Keller. Also das ist sozusagen etwas, was man in der Planung im sozialen Wohnbau in Wien geschafft hat, durch diese interethnische Nachbarschaft. Ich finde, in Wien gibt es so viele gelebte interethnische Nachbarschaften, so viele Häuser, wo es wirklich um diese Begegnungen und Menschen geht, die diese Etikettierung nicht haben, die nicht so als was Besonderes behandelt werden und die oft auch stigmatisiert werden als was Negatives, Schlechtes, eben wegen der Wohnqualität und es ist halt immer noch sehr vorhanden. Also es ist jetzt nicht weg, wenn man jetzt nicht die Arbeiter- oder Arbeiterinnenheime hat, weil ich glaube, wir haben immer noch Arbeiterinnenheime, nur wir sehen sie oder nehmen sie nicht wahr oder sie werden nicht in den Vordergrund gerückt. Vielleicht auch daran, dass Migration ja nicht mehr nach solchen, sozusagen, also gab es sozusagen diese Gastarbeitergeschichte in den 70er Jahren, die relativ klar abgelaufen ist, auch soziologisch, sozial, wenn man so will. Und mittlerweile ist ja auch das divers, sind ja auch sozusagen die Migrationsbewegungen, wahrscheinlich andere. Aber mich würde noch sehr interessieren, was du angesprochen hast, nämlich das zum Beispiel mit der Gestaltung von Waschküche und Dings. Ich finde, das ist so eine Frage, ist das schon Bevormundung oder ist das noch sozusagen Antizipation, wie halt vielleicht Leben einfach ausschaut, gelebtes Leben, wäre ich mir, also finde ich irgendwie sozusagen Fragezeichen. Aber wie ist es jetzt grundsätzlich? Ist es jetzt so eine Henne-Ei-Frage vielleicht? Habe ich zuerst Stadtteile, die vielleicht auf eine bestimmte Art auch architektonisch geplant sind oder Stadtteil architektonisch geplant sind und dann habe ich einen bestimmten Zuzug dorthin, weil eben die Gegend so gestaltet ist, wie sie eben gestaltet ist? Oder ist es vielleicht auch umgekehrt, dass sich Leute halt irgendwo ansiedeln, weil es dort günstig ist, weil es billig ist und dann reagiert vielleicht die Stadtplanung darauf? Wie ist das? Oder gibt es da vielleicht beide Prozesse? Es gibt beide Prozesse und das hängt davon ab, welche Rechte man hat, wenn man in einen Staat oder in eine Stadt kommt. Also es ist ja auch so, dass man in Wien, auch wenn man binnenösterreichisch einwandert, auch keine Möglichkeit hat, eine geförderte Sozialwohnung zu bekommen. Die muss man sich sozusagen auch verdienen mit dem Hauptwohnsitz und so. Und dann geht das eben weiter, also je nachdem, welche Staatsbürgerschaft man hat, welchen Status, um hier zu leben. Ich glaube, dass die natürlichen Prozesse eher so sind, dass man sich dort ansiedelt, wo man die soziale Vernetzung hat, also Netzwerke hat, wo man eben jemand kennt jemanden. Manchmal ist es jemand aus der Familie, manchmal ist es gleich in Ortschaft, manchmal ist es eine Person, die man nur empfohlen bekommen hat,
die eben halt in dieser Stadt lebt und dort eben, wo man sich das leisten kann am Anfang. Also ich glaube, dass das eher der Wirklichkeit entspricht, als dass man, also man kann das einfach rechtlich nicht, also es funktioniert auch nicht, weil man muss halt Rechte haben, um im geförderten Wohnbau, im geplanten geförderten zu wohnen. Georgi, wie war das bei euch? Jetzt haben wir in dem Film auch gesehen, da war einfach sehr wenig Platz, da hat es irgendwie im Wesentlichen zwei Zimmer gegeben. Ob es Garten gegeben hat, braucht man, glaube ich, gar nicht fragen. Vielleicht einen Innenhof habt ihr, oder warst du dann viel in Parks? Hast du irgendwie viel mit Freunden, Freundinnen dann irgendwie den öffentlichen Raum? Ich weiß nicht, die legendäre Linzer Donaulände oder so. also wart ihr viel da unterwegs oder gab es sozusagen dann auch irgendwie soziale Räume außerhalb der Wohnung, die du vielleicht anders genutzt hast als Kinder, wie du erzählt hast, mit dem eigenen Zimmer, oder kann man das so nicht sagen? Also ich hätte gerne mal auf diese Partizipationsfragen geantwortet von dir. Das mit den Parks, natürlich waren wir viel in Parks, aber es waren die österreichischen Kinder genauso viel in Parks. Ich glaube, das ist nicht irgendwo ein Kuriosum, dass ausländische Kinder irgendwo in Parks herum gammeln oder was auch immer. Nein, ich habe nur gemeint, wegen, was die nicht so viel Raum in der Wohnung und deswegen. Ja, natürlich geht man dann raus, aber wir haben einen Fernseher gehabt und ich kann mir den Fernseher sehr gut erinnern, Saba Ultra Color, Schwarz-Weiß. Nein, der war damals ein Farbfernseher Ultra Color, wie der Name schon gesagt. Da haben wir eben alles angeschaut, von der Früh bis am Abend. Meine Eltern haben da nie was dagegen gehabt, was eh immer hakeln wollen. Und das in Wirklichkeit, es ist eh schön, von Partizipation zu reden. Und gewisse Projekte da irgendwie in den Vordergrund zu drängen, etc., etc., stadtplanerisch zu denken und irgendwie den Wohnbau zu verwalten und Leben zu verwalten dann im Endeffekt. Ich meine, wir kennen das alle unter dem Schlagwort der Gentrifizierung und das trifft irgendwie Einheimische sowie Ausländerinnen. Das ist, da ist eh kein großes Geheimnis, was da abgeht in Wien, in Berlin, in Salzburg mittlerweile auch. Nicht mal das haben wir verschlafen in Salzburg, weil die Gentrifizierung kommt zu uns. Also, ich tue mir gerade ein wenig schwer, der Diskussion zu folgen, wohin das geht. Ich habe mir ein wenig was überlegt zum Thema Gemeindebau. Ich mag jetzt auch nicht meinem Film vorgreifen, weil da kommen, aber okay, bis dahin, wenn der draußen ist, habt ihr das wahrscheinlich eh schon vergessen. Wir waren eine ganz interessante, weil du von Gemeindebau, Sozialbau und so weiter geredet hast. Wir waren de facto die erste jugoslawische Familie, die in Linz, bevor der Gemeindebau noch geöffnet wurde, für Ausländer und Ausländerinnen im Gemeindebau in die sogenannten Hitlerbauten gewohnt haben. Ich weiß nicht, ob euch die Hitlerbauten was sagen. Das ist so ähnlich, also vergleichbar von der Architektur wie Karl-Marx-Hof in Wien. Interessanterweise neulich in so einer Salzburger Migrantinnenzeitschrift gelesen, dass die Stiegen, die Eingänge, man nennt sie die Stiege so und so, Stiege so und so, alle nach innen gängen und nicht an der Straße sind. Das war so das Charakteristikum dieses sozialen Wohnbaus. Dort der Hitler in Linz, in Wien die Sozialisten und Sozialistinnen. Und es war ganz lustig. Ich muss ein bisschen ausholen, tut mir leid. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben damals, 1990, haben wir unsere Wohnung, da leben meine Eltern heute noch, Stadlerstraßen 27, das sind die Couch-Szenen, die man jetzt gesehen hat. Stadlerstraßen 27 im Herzen von Linz, Binder Michel, Linz, Südost. Wir haben es gekriegt, weil ein Onkel hat es geschafft, im Gegensatz zu den meisten Jugoslawen und Jugoslawinnen, die sich damals überlegt haben, sie hackeln ein paar Jahre, dann gehen sie wieder zurück. Das war ja, ihr kennt das eh, die Geschichte. Ich glaube, es sind genug Migranten und Migrantinnen aus dem Raum da. Er hat es wirklich geschafft. Hat dann der Onkel, die Tante, Strina Stritz, zwei Buben, haben sie ihre Existenz in Kroatien aufgebaut, haben dort in Vodice bei Šibenik ein Apartmenthaus gekauft, mit dem Geld, was er in der Föst und sie bei Gebar Griller verdient hat, haben es aufgemacht, haben davon super gelebt.
Und wir haben im Konsum damals, den es noch gegeben hat, Gott hab ihn selig, im Interspar etc. etc. haben wir Sachen ausgehemmt, Apartments zu vermieten in Wodice etc. etc. Da sind dann zwei Bezirksvorsteher darauf aufmerksam geworden, die haben wir dann kennengelernt. Die waren dann bei uns daheim in der Wiener Straße 151, wo ich diese Einschlafprobleme gehabt habe. Und die haben gesagt, ich meine, Reiko, das ist ja, wir haben die kennengelernt, weil wir die Bilder gezeigt haben, von wo die jetzt Werbung gemacht haben. Die haben gesagt, Reiko, du arbeitest doch in der Föst. Und alle Föstler und Föstlerinnen haben Gemeindewohnungen gehabt. Wagwohnungen. Das heißt, für damals, das war 1990, hast du damals für 2000 Schilling, wenn du der Föstler oder Föstlerin warst, hast du eine Gemeindewohnung gekriegt. Mhm. Meine Eltern haben 1975, 15 Jahre vorher, 2000 Schilling für die 25 Quadratmeter zahlt, wo das durchschnittliche Einkommen in der Viererschicht in der Föst zwischen 6.000 und 7.000 Schilling gelegen ist. Das heißt, wir haben es dann einmal zurückgerechnet. Das wäre dann jetzt über 1.000 Euro, was man für 25 Quadratmeter Wohnung gezahlt hat. Das ist pure Wucher. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt besser geworden ist, inwiefern das besser geworden ist. Wir haben die Maßen gehabt, dass die zwei Sozis dann gesagt haben, Reiko, du bist der Föstler, da müssen wir was machen. Aha, das geht gesetzlich nicht, dann machen wir es halt am Gesetz vorbei. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit, sind wir im Gemeindebau am Bindermichel gelandet, in die Hitlerbauten. Das war großartig, ich habe mein erstes eigenes Zimmer gehabt. Mhm. Wahnsinn. Da habe ich schlafen allein, dann auch schon gelernt gehabt. Das wirst nicht mehr los. Ich weiß nicht, ob ich, also bitte, ja klar. Na, ich wollte noch eben auf das eingehen, weil du eben von Gentrifizierung, von Verdrängungsprozessen und so gesprochen hast. Ich glaube, das muss man auch sehr vielschichtig sehen. Weil zum Beispiel, ich sehe eure Geschichte jetzt nicht als Verdrängung, weil die Wohnung zu teuer geworden ist, sondern weil es einfach eine Erfolgsgeschichte ist oder war, in den Gemeindebau umziehen zu können. Ja, nein, es ist auch genauso, sind in Wien halt irrsinnig viele Sachen parallel passiert in den letzten Jahren. Es ist halt dazu gekommen, dass man eben die Kunst und Kultur hat Westgürtelbereiche entdeckt. Dann hat die Stadt gesagt, okay, da können wir noch mehr sanieren und mehr Sachen machen. Gleichzeitig eben haben sehr viele Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, also die Rechte dann gehabt, also sich entschieden, diese anzunehmen. Also wo sie, es sind auch sehr, sehr nicht so einfache Entscheidungen. Also man geht nicht einfach und nimmt sich die österreichische Staatsbürgerschaft. Und gleichzeitig mit dem Beitritt der EU, also Österreich in die EU, musste Österreich Gemeindebaugesetz oder Wien, also das weiß ich spezifisch, umändern, dass auch EU-Bürgerinnen ein Recht haben auf nach einer bestimmten Zeit in Wien, also die man 5 Jahre mindestens gelebt hat. Und auch Menschen aus sogenannten Drittstaaten, nachdem sie 5 Jahre Niederlassungsbewilligung gehabt haben. Und das verändert, dass man eben irgendwann einmal es satt hat von Zimmer, Küche, Kabinett und WC am Klo, WC am Gang und dass man sich wirklich dann, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, also ich kenne das von, wenn man in den geförderten Wohnbau, also Gemeindebau und in Wien gibt es eben den geförderten Wohnbau, der halt auch nicht so billig ist, also der ist also nicht so günstig, sondern muss wirklich auch ein, also man sieht das halt als einen Erfolg, wenn man es schafft, dann in diese Genossenschaftswohnungen und so umzuziehen. Ich habe, also und dann ist es eben schwierig zu sagen, sind diese Menschen dann verdrängt worden, weil die Mieten steigen oder also es sind einfach sehr viele verschiedene Sachen, die da stattfinden. Ich habe vor Jahren an einem Projekt in Montelar gearbeitet. Montelar ist so eine Siedlung, die oberhalb von der Autobahn in Wien im 10. gebaut wurde. Also fast die ganze Siedlung wurde, also ein Teil wurde über die Autobahn und dann noch dort, also noch so ein Stückchen dort und ich habe da so diese Aha-Erlebnisse gehabt. Wir haben so viele Interviews mit Menschen geführt, die auch von verschiedenen Ländern kommen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Eben noch vor den 90er Jahren Gastarbeiterinnen, dann danach eben so Flüchtlinge und so, also wirklich so ganz unterschiedlich. Und also aus architektonischer oder stadtplanerischer Sicht ist diese Siedlung sehr problematisch, weil es eben nur einen Bus gibt, eine Buslinie, sehr dicht, oberhalb der Autobahn und so weiter. Und diese Menschen, also eben so, also mit denen ich gesprochen habe, weil ich hatte ja immer die Interviews mit der BKS-Community,
die waren, also die haben das als den Erfolg in ihrer Wohngeschichte in Österreich gesehen, dass sie es endlich geschafft haben. Und die trauern auch nicht den billigen Wohnungen sozusagen im restlichen 10. Bezirk, im 16., im 18., manchmal sind sie sogar aus dem 18. hingezogen, weil sie eben den Freiraum schaffen, also schätzen und so Sachen. Naja, billiger, es waren Altbauwohnungen eben, Zimmer, Küche, Kabinett meistens und so weiter. Und es waren bewusste Entscheidungen. Also ich finde, für mich wird es dann spannend, weißt? Weil es ist irrsinnig leicht, auch für mich zu sagen, boah, die Mieten steigen und die Menschen werden verdrängt. Und gleichzeitig aber erkennt man, dass die Menschen wirklich sehr bewusst diese Entscheidungen treffen und sagen, okay, Ich will in diese Wohnung investieren und ich will in diesem Genossenschaftsbau wohnen oder eben Gemeindebau und so weiter. Deswegen ist auch die Thematik jetzt derzeit auf den Gemeindebau von den Medien und so gerichtet, weil dort spielt sich das Leben einfach ab. Ja, die Begegnungen spielen sich dort ab und das ist nichts Schlimmes, sondern das sind einfach sehr viele Menschen haben das entschieden und machen das. Und also ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber irgendwie nach Wien kommend und da irgendwie in die ersten Studi-WGs, das war klar, das waren irgendwelche eigentlich geniale Altbauwohnungen, nur natürlich total schlecht saniert mit undichten Fenstern, relativ günstig, Mitte der 90er. Und für uns war das halt ein Übergangsstadium, wo klar war, da ist man jetzt einmal irgendwie ein paar Jahre, dann zieht man in die nächste WG und irgendwann hat man vielleicht das Studium oder auch nicht, aber das ist jetzt nicht verdauernd. Und der Punkt, wenn man vielleicht gerade als Familie dann sagt, man bleibt jetzt im Land, ja, will man halt einfach auch einen gewissen Komfort, vielleicht also könnte es auch damit zu tun haben, einfach dass irgendwie sozusagen für uns eine zugige, weiß ich nicht, ja, Altbauwohnung vielleicht irgendwie so ein Identifikationsobjekt ist, aber wenn man irgendwie weiß, da bleibt man jetzt eh nicht dauerhaft, aber wenn man eine Familie gründet und, bitte? Entschuldigung, Studierende, das ist die Frage der Exotik. Das ist ja lustig, wenn man zum Einfamilienhaus kommt und dann kann man wirklich in die Niederungen für ein paar Monate, Jahre oder etc. abtauchen, wissentlich, dass man eh irgendwie den Bildungscheck in der Hand hat und Scheck in der Hand hat und dann eh irgendwann einmal wieder in einem Einfamilienhaus oder in einer schönen Eigentumswohnung etc. etc. landet. Mhm. Genau, Entschuldigung, ja, ich hab die ja nicht. Absolut. Gibt es vielleicht Meldungen aus dem Publikum? Also ich denke mir, es ist irgendwie ein Thema, wo es wahrscheinlich auch irgendwie Erfahrungswerte der einen oder anderen Art gibt. Also gibt es sowas wie ein Saalmikro oder so? Oder sonst einfach aufstehen und was sagen, wer mag. Aber scheint eh nicht so, ich sehe leider nicht wirklich viel. Nein. Scheiße, wir haben uns eingeschläfert. Scheiße. Was mich irgendwie bei der ganzen Geschichte noch interessiert, vielleicht, dass wir nochmal irgendwie auf dieses Oben-Unten-Ding kommen. Emilia, du hast irgendwie auch im Vorgespräch gesagt, weil da haben wir dieses diesen Komplex auch schon kurz irgendwie angesprochen, dass du das irgendwie auch ein bisschen differenzierter siehst, dass das oft einfach im Gespräch oder allgemein diskutiert wird. Diese Verdrängungsgeschichte, welche Rolle spielt da überhaupt Migration? Geht es da nicht einfach um eine soziale Verdrängung, die migrationsunabhängig ist? Und na klar, also logisch sind viele Migrantinnen natürlich sozial eher bei den Geringverdienerinnen, aber ist es nicht eher eine soziale Dynamik als eine migrantische? Natürlich ist es eine soziale Dynamik. Also es geht ja darum einfach, dass es geht um Wohnrecht, es geht darum, wenn Menschen wirklich Verträge aufgeben, also unbefristete Verträge und die Wohnungen verlassen, dass man sie dann, wenn saniert, dann unter anderen Preisen vermieten kann. Und dann können sich auch irgendwann einmal in einigen Jahren auch die Studierenden diese Wohnungen nicht leisten als WGs, auch wenn sie so exotisch sind. Also es kann auch in die Richtung gehen. Es ist einfach eine soziale Verdrängung, ja. Die Gentrifizierung an sich, also da geht es wirklich darum, um möglichst viel Geld aus Grund herauszuholen, aus dem Baugrund, also aus dem einfach städtischen Baugrund, wie auch immer. Und die Migrantinnen sind halt, insofern finde ich, also nicht, weil sie eben weniger verdienen oder in diese Bevölkerungsgruppe befinden, sondern weil sie immer noch, glaube ich, sehr oft einfach einen Informationszugang sehr wohl leiden.
Also dass die Informationen, dass sie einfach nicht immer wissen, also welche Rechte sie haben, dass das, also da könnte man immer noch sehr viel arbeiten. Und es sind ja nicht nur, also es leben ja nicht in Österreich oder in Wien Menschen, die als Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren hierher gekommen sind, sondern es kommen laufend Menschen in dieses Land, das sich nicht offiziell als ein Immigrationsland betitelt. Also es ist ein Nicht-Immigrationsland, offiziell, politisch. Und es ist, die Migrantinnen sind insofern betroffen, weil sie, wenn man in eine Stadt wie Wien kommt, zahlt man öfters mehr am Anfang als später, wenn man dann 10 Jahre da wohnt. Also dass man da eben auch so die Ablösen früher auch höher gezahlt hat und heutzutage auch andere Sachen dann zahlt. Man braucht ja unbedingt einen Wohnraum. Also das ist ja. Und dadurch, dass eben ständig auch Menschen in dieses Land kommen, geht es auch darum, wie vermittelt man Informationen, wie erklärt man den Menschen, welche Rechte sie haben, weil also ein Recht auf Wohnen sollte schon da sein. Und also wie gibt man ihnen auch die Möglichkeit, auch günstig zu wohnen? Weil man das, also das brauchen Gesellschaften, das brauchen besonders städtische, urbane Räume, brauchen auch günstigen Wohnraum. Wie war das bei deinen Eltern? Also das nämlich mit der eigentlich extrem argen Miete anscheinend, also haben sie nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, sich, also war es eine Informationsproblematik oder so, dass sie nicht gewusst haben, dass es vielleicht anders geht, oder wie war das? Es wird keinen anderen Ausweg geben. Du bist einfach diese Heigrauten und du hast als Gastarbeiter oder Gastarbeiterin überhaupt keinen anderen Ausweg gehabt. Oft hat es einfach im Anschluss an die Betriebe hat solche absoluten Mietkasernen gegeben. Mir hat das immer an den Manchester-Liberalismus irgendwie während der industriellen Revolution erinnert. Ich habe selber dort nicht gelebt, aber ich kann mich erinnern, Gebauer Griller. Das war in den 70er, 80er Jahren, ist eine Firma stahlverarbeitend wie der Eklo in Linz, machen Stahlseile. Und haben nur Jugoslawen und Jugoslawinnen gearbeitet. Und an die Fabrikshalle anschließend war ein Wohnhaus, da ist man den ersten Stock aufgegangen. Bis man in den ersten Stock aufgegangen ist, durch das Stiegenhaus sind schon irgendwelche Chemikalien durchtreten, Schimmeln an allen Wänden. Dass wir draufkommen, zur rechten Seite 6 Parteien, zur linken Seite 6 Parteien, ein enger Gang mit Blick auf Wiesen, mittlerweile auch besiedelt, Gemeindebau oder Genossenschaftsbau. Und die haben sie zu 12, haben sie sich auch Klo teilt und haben sonst auch auf ungefähr 20 Quadratmeter gewohnt. Wie gesagt, es waren innerhalb von diesen 12 Wohnungen, waren ungefähr, vielleicht waren es 4, 5 oder 6 Kinder, weil die meisten Kinder waren eh bei ihren Familien unterwegs, und das war ein Wahnsinn. Und ich denke mir jetzt zurückblickend, und das ist auch, wieso ich diesen Film gemacht habe, und diese, ich meine, das ist noch nicht lange aus, gell? Was du sagst, ich meine, da pflichte ich da voll bei, es ist total wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das angeht, wie man die Leute durchmischt und so weiter. Ich meine, das haben wir während der Apartheid in Amerika in den 60er Jahren hat man es auch so gemacht. Gell? Es ist halt, finde ich, traurig, dass man sich jetzt in Österreich 2014 irgendwie Gedanken darüber muss, wie diese Durchmischung läuft. Oder dass man sich überhaupt Gedanken darüber machen muss. Das heißt, in Wirklichkeit ist unter anderem Rassismus in dieser Gesellschaft zutiefst verwurzelt. Weil sonst würde man nicht da sitzen und darüber reden. Seien wir sich ehrlich. Und ich sage nur einmal, wir als Jugoslawen und Jugoslawinnen zu einem guten Teil. Entschuldigung. Sorry. Also natürlich, als Ex-Jugoslawen und Jugoslawinnen sind eh irgendwo auf die Schokoladenseite gefallen. Aus verschiedensten Gründen, über das brauchen wir jetzt nicht reden, oder müssen wir nicht reden, können wir aber auch gerne reden. Aber es gibt noch ganz andere Menschen, die in Österreich unter ganz anderen Bedingungen wohnen. Und wer vertritt die in Wirklichkeit? Ich meine, die wissen sie, dass die Ex-Jugoslawen und Ex-Jugoslawinnen mittlerweile am Bau arbeiten, dort arbeiten, ein paar haben es geschafft zu studieren. Ich meine, wir sind halt da auch, repräsentieren halt auch nur einen geringen Teil in Wirklichkeit der ex-jugoslawischen Akademiker und Akademikerinnen. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, was man, dass der Zugang zur Bildung ein anderer ist als für die Mehrheitsbevölkerung. Ich meine, wir brauchen uns nichts
nehmen. Wenn man von Informationspolitik redet, dann muss man natürlich sich fragen, woher kommt das? Eklo ist Bildung ganz essentieller Faktor in dieser ganzen Diskussion. Insofern, okay, dann haben wir Wohnen, vorher kommt auch Bildung, vorher kommt Gehalt, Arbeit etc. etc. Das sind irgendwie, habe ich das Gefühl, Begriffe, mit denen in Österreich, reden wir jetzt von Österreich, vielleicht gibt es andere Länder, wo das besser läuft, weiß ich nicht. Wenn es besser läuft, kann man es vielleicht zum Vorbild nehmen. Aber reden wir von Österreich. Und da laufen halt gewisse Geschichten halt unter jeder Sau, sagen wir es ehrlich. Ja, ich meine, es läuft irgendwie so. Und ich finde es eh total gut, dass da in Wien eine neue Strömung gibt, die grüne Politik, die da in der Stadt versucht, die Dinge irgendwie gerade zu richten, was irgendwie in jahrzehntelanger Arbeit irgendwie negiert, ignoriert etc. etc. worden ist. Ja, aber dann, ja, Ärmeln raufkrempeln ist verdammt viel zum Tun. Und ich weiß eh, wie schwierig es ist, eine Zivilgesellschaft zu formen und irgendwie gegen den Strom zu schwimmen. Das ist verdammt hart, aber toi, toi, toi. Vielleicht bleiben wir kurz bei Wien und bei dem, was aktuell passiert. Also du hast zuerst den sozialen Wohnbau angesprochen. Es ist relativ lang da im Gemeindebaubereich nichts mehr passiert von der Stadt Wien, das wissen wir. Jetzt gibt es so Dinge wie zum Beispiel Kämpfe um den öffentlichen Raum. Wenn man jetzt hernimmt, das Beispiel Marienhilferstraße, man kann es schon nicht mehr hören und irgendwie wahnsinnig viel Diskussion, wahnsinnig viele Emotionen gebunden und irgendwie hat man das Gefühl, eigentlich geht es um eine Straße, wo sozusagen Anrainende wohnen, die mehrheitlich wahrscheinlich, also auch durchmischt, aber sozusagen eher jetzt eine Straße, die in einer besseren Gegend ist und so. Und ist das, würdest du sagen, ist das irgendwie so ein bisschen Kosmetik auch oder geht es da wirklich auch um soziale Fragen? Also wenn man jetzt auch zum Beispiel diese ganz ursächlichen Probleme anspricht, ist damit was gewonnen mit solchen Initiativen? Mit der Umgestaltung der Maria-Hilfer-Straße? Weil das so ein großes Beispiel war für den öffentlichen Raum jetzt. Das ist, also je nachdem, wie viel konsumfreie Plätze man schafft, je nachdem, wie man das macht, öffentlicher Raum oder umgestalteter öffentlicher Raum ist immer wichtig, weil da, dort, und wo eben möglichst viele Menschen den Zugang haben, weil nur dort, also dort wirklich Begegnungen in der Gesellschaft stattfinden. Also da, und es geht jetzt nur darum, ob jetzt mehr Begegnungen durch die Umgestaltung stattfinden werden, das weiß ich nicht, je nachdem, weil wenn sie so umgestaltet wird, also ich finde das als ein super positives Beispiel und bin sehr froh, dass das jetzt passiert. Aber eben auf diese Frage angesprochen, es kommt drauf an, ich weiß nicht. Oder anders gefragt, welche Maßnahmen im stadtplanerischen Bereich wären, außer, also wenn man jetzt nicht nur den sozialen Wohnbau hernimmt, sondern vielleicht auch eben im öffentlichen Raum, wo es um Begegnung geht, wenn man das Stichwort Rassismus nimmt, welche Maßnahmen wären nötig, die wirklich sozusagen einwirken auf diese zivilgesellschaftlichen Dinge auch? Im öffentlichen Raum ist es ganz wichtig, dass der allen zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass nicht Barrieren aufgebaut werden, wo manche Menschen dann sich zurückgedrängt oder verdrängt fühlen, wo es dann eben ja, also immer in Verbindung mit Konsum, wo es sehr viel ums Geld geht, dass man Geld ausgibt, auch wie man es gestaltet, also wenn man sozusagen von außen gestaltet und nicht mit den Menschen, die den Platz nutzen, wenn man die Straße so gestaltet oder öffentliche Räume, dass die Menschen wirklich, die das davor genutzt haben, das danach nicht mehr nutzen. Aufgrund verschiedenen eben kulturellen Verdrängungs- und Diskriminierungsmechanismen. Also das können dann auch, ich weiß nicht, verschiedene Geschäfte auf der Maria-Hilfer-Straße sein, die dann so viele Securities davor haben und die Leute einfach irgendwie weg. Also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie das mit der Maria-Hilfer-Straße in der Zukunft sein wird. Also es braucht einen qualitativen, umgestalteten öffentlichen Raum, aber der sollte wirklich nicht mit Umfragen oder so nur passieren, sondern mit der richtigen gemeinschaftlichen Arbeit mit den Menschen vor Ort. Also nicht diese partizipative von oben herab, sondern wirklich mit diesen, die den Platz nutzen. Wir haben zuerst im Vorgespräch, hast du so ein bisschen angesprochen, Amila, wie sich Städte auch ändern im Sinn von, wo das stattfindet, was man vielleicht mit Stadt ursächlich verknüpft, nämlich Begegnung. Und dass auch wenn sich Stadtteile ändern, das einfach auch oft heißen kann, dass Begegnung dann ganz woanders stattfindet und nicht mehr unbedingt im Stadtkern, weil, was eh auch schon angesprochen ist, diese in
Übernahme von Stadtzentren durch die globalisierte Konzernindustrie, sage ich jetzt mal, ohne zu wissen, ob es den Begriff eigentlich gibt, aber ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist. Vielleicht magst du das irgendwie ein bisschen ausführen und ich finde das, also sozusagen dieses Recht auf Wohnen, um auch vielleicht die Europaperspektive nochmal reinzubringen, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Es geht darum, was Urbanität ist und wodurch wird sie geprägt. Und die europäische Stadt, die sogenannte europäische Stadt, wird aber oft in der Wissenschaft und in der Literatur auch wirklich als nur der westliche Teil von Europas verstanden, wo ich ja auch immer sagen kann, okay, welche Stadt meint ihr damit? Die ist eben dadurch geprägt, dass sie einen historischen Kern hat, Geschichte, dass da Aufklärungsprozesse stattgefunden haben, eben sozialer Wohnbau und so weiter. Und die wurde eben in den 80er und 90er Jahren sozusagen mehr oder weniger für tot erklärt, sage ich es wirklich ganz krass, weil eben die Stadtzentren nur touristisch sind, da spielt sich kein normales Leben ab, es wird dort gearbeitet fast nur und es gibt halt nur H&Ms und Mangos und keine Ahnung und in jeder europäischen Stadt schaut es gleich aus. Und ich möchte dieser Urbanität, vielleicht ist die Stadt dann nicht mehr da, aber die urbane, lebende Stadt ist meiner Meinung nach in der sogenannten ehemaligen Zwischenstadt. Also zum Beispiel der Westgürtelbereich, wo wir jetzt sind, außerhalb vom Gürtel, da sehe ich zum Beispiel wie eine Zwischenstadt. Also vor 200 Jahren war hier Wiese und einige so Biedermeierhäuser. Also über die Otterkringer Straße waren die Weinfelder. Und das, was hier sich abspielt, diese Begegnungen, diese Urbanität im tagtäglichen Leben, in der Schule, am Wohnhausgang, draußen vor dem Haus, in den Parks, wie diese Menschen so unterschiedlich miteinander auskommen, jeden Tag auskommen, das ist genau diese Begegnung. Und das ist für mich das Zentrum der gelebten europäischen Stadt. Also es hat sich einfach verlagert, dieses, was ist Peripherie und was ist das Zentrum. Nur wird das immer noch als von der Gesellschaft sozusagen nicht als das Zentrum empfunden oder als minderwertig, weil dort sind so und so viele Menschen auf einem Quadratmeter oder so. Also es wird immer so versucht, mit Zahlen zu arbeiten. Ich finde, dass das Sichtbarwerden ist immer da, wo es, also das ist eben so dieses Zeichen, wo es wirklich beginnt. Und dieses Sichtbarwerden entsteht durch den eigenen Anspruch. Also das sehe ich halt so. Zum Beispiel, wenn die Generation oder die Gastarbeiterinnen sogar in den 80ern, also Ende 70er, Anfang 80er, dann demonstriert haben, weil man ihnen Kinderbeihilfen gekürzt hat, weil ihre Kinder, weil sie sozusagen nicht das Recht auf ihre transnationale Lebensweise gehabt haben. Sobald dieser Anspruch auf ein Leben entsteht und sagt, okay, ich bin da, ich will, was weiß ich, auf der Wiese picknicken, ich will in einer Wohnung wohnen, die bewohnbar ist, ja, wo ich nicht einfach nur in einem Asylbewerberinnenheim bin und ganz vielen Leuten, also so wirklich mit ganz vielen verschiedenen Geschichten. Und sobald dieser Anspruch da ist und gehört wird und die Sichtbarkeit entsteht, in Gebauten, in Sozialen, in Politischen, dann wird alles irgendwie von der Gesellschaft zum Thema gemacht. Und deswegen reden wir einfach irrsinnig viel jetzt von, deswegen wollte ich vorher sagen, es gibt immer noch Menschen, die in dieses Land kommen und wir reden nicht wirklich viel über sie, weil sie sozusagen sich noch nicht geschafft haben, auf diesen Anspruch zu erheben und sagen, okay, hallo, ich bin da. Ja, also es wird viel mehr von den Menschen aus Ex-Jugoslawien geredet und aus der Türkei, weil die halt einfach länger da sind und wir, also, und weil wir es schon lange diesen Anspruch erheben. Und deswegen muss man wirklich denken, wo sind diese Arbeiterinnenheime heute oder wo sind diese Baracken heute, weil die sind auch immer noch da. Ja? Also es ist nicht so, dass sie verschwunden sind, nur mit diesem Anspruch erheben und eben mit Gebetshäusern oder eben mit anderen Sachen, wo man sagt, okay, nein, wir wollen es echt richtig haben und nicht irgendwie so, nur so halb, dann wird das auch zum Thema gemacht. Also dann dadurch wird es auch spannend. Die schöne Donau küsst und dann nach Jugoslawien fließt. Denn wo ich's Rauschen hör, Genossen, da bin ich her. Hört, woher kocht der Stahl? Vergiss die Stahlkopf nicht. Darüber lach, mein Freund. Lass zwei Stahlengel wachen. Darüber lach, mein Freund. Lass uns auf deinem Grabe tanzen. Bei dem Großen und dem Ganzen. Daher!